Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. In den letzten Monaten habe ich ziemlich viele E-Autos getestet und in den Kommentaren gab es da immer wieder erbitterte Diskussionen, was ist besser, VW oder Hyundai oder Tesla. Dieses Video heute geht euch alle an, denn es geht darum, wie ihr ab 2022 mit eurem E-Auto Geld verdienen könnt. Und eine Sache liegt mir noch am Herzen, wir haben bald Weihnachten und deswegen habe ich den Wunsch, dass auch noch andere was davon haben, wenn ihr euch registriert. Und das erfahrt ihr auch am Ende des Videos. Die THG-Quote ist jetzt gerade in aller Munde. Was heißt THG überhaupt? Ganz einfach Treibhausgas. Es geht um die Treibhausgasquote. Ab 2015 wurden also die Mineralölkonzerne dazu verpflichtet, jedes Jahr weniger CO2-Emissionen zu verursachen, sozusagen durch den Treibstoff, den sie in die Welt bringen. Am Anfang mussten sie die CO2-Emissionen um 3,5% senken. Später waren es 4%, im Moment sind es 7%. Und das soll, wie ihr hier sehen könnt, weiter steigen bis 25% im Jahr 2030. Dieses können Sie eben erreichen über Bioethanol-Beimischungen oder über Biodiesel. Und was Sie auf diese Weise nicht gemindert kriegen, das müssen Sie über die THG-Quote ausgleichen. Das heißt, Sie kaufen denen, die eben zu einer CO2-Minderung im Verkehr beitragen, in unserem Fall E-Autofahrer, ihre Emissionszertifikate sozusagen ab. Wenn sie das nicht tun, dann warten empfindliche Strafen. Das Ziel ist also, die Mineralölkonzerne zu zwingen, entweder einen höheren Anteil an Biokraftstoffen auf den Markt zu bringen oder sie werden bestraft und damit letztendlich der Benzin- und Dieselverbraucher an der Tankstelle. Und gleichzeitig werden die Nutzer von CO2-armen Antriebsmotoren dadurch begünstigt. Das heißt, sie bekommen was dafür, dass sie ja von ihrem privaten Geld dazu beitragen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird, wovon wiederum alle was haben. Wenn ihr also Halter eines reinen Elektroautos seid, Hybride gehen hier nicht, habt ihr die Möglichkeit, eure Quoten sozusagen zu vermarkten. Jetzt werdet ihr, wenn ihr bei Shell oder bei Esso anruft, vermutlich nicht gleich durchkommen. Schon wieder besetzt. Und deshalb gibt es Anbieter und Plattformen, die sammeln eure Ansprüche sozusagen ein und vermarkten sie für euch mit den großen Mineralölkonzernen. Solche Plattformen gibt es erst seit September. Am Anfang waren es 2 oder 3, inzwischen sind es 8 im Wesentlichen zum Stand heute, die ich euch hier aufgelistet habe. In manchen Tabellen findet man daneben auch noch die Prämie. Das habe ich mal ganz bewusst weggelassen. Die Prämie schwankt bei den momentanen Anbietern zwischen 250 und 355 Euro. Das sind aber nicht immer vergleichbare Zahlen, denn nicht immer ist die Prämie auch wirklich garantiert, wenn man das Kleingedruckte liest. Und manche wollen auch, dass man sich für mehrere Jahre bindet. Insofern sind diese Zahlen nicht ganz vergleichbar. Es ist ein Wettbewerb und verschiedene Anbieter bieten euch verschiedene Konditionen sozusagen dafür, dass ihr euch registriert und eure THG-Quote vermarktet. Ich fand das eine spannende Sache, dass man Geld dafür bekommt, dass man ein E-Auto hat. Ich hatte aber noch ein paar Fragen dazu und deshalb habe ich ein Interview geführt mit Wilko und Joris von geldfuereauto.de. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo Wilko, hallo Joris. Hallihallo. Hallo Tobias. Vielleicht mal ganz kurz ein paar Fakten zu euch persönlich. Sagt mal jeder schnell, was er für ein Auto gerade fährt. Bankart 25, bald wieder Bahncard 100. Okay. Tatsächlich habe ich auch mein Auto verkauft und fahre Fahrrad und Bahncard 50. Na, dann seid ihr richtige Experten für E-Autos. Nein, Quatsch. Von welcher beruflichen Richtung oder Ausbildungsrichtung kommt jeder von euch beiden her? Also ich habe jetzt schon über 10 Jahre in der Energiewirtschaft gearbeitet und komme aus dem Öl- und Gasbereich und habe da jetzt schon seit 5, 6 Jahren Niedrigemissionsenergien gemacht, wo Elektromobilität dazugehört. Aber auch ganz andere Geschichten. Biokraftstoffstrategie habe ich zum Beispiel gemacht und in dem Zuge auch mit der THG-Quote zu tun gehabt. Ich komme aus der betriebswirtschaftlichen Richtung und arbeite zurzeit im Controlling bei einem großen Logistikdienstleister. Es gibt ja unterschiedliche Preisangebote von den unterschiedlichen Anbietern. Wie kommt das zustande? Also was berechnen die anders oder was vermuten die anders für die Zukunft? Oder was können die anders, dass sie unterschiedliche Preise machen können? Die THG-Quote, da geht es am Ende darum, dass man
Tonnen CO2-Äquivalent an die Unternehmen, die fossilen Kraftstoff in den Verkehr bringen, verkauft. Und diese Tonne CO2-Äquivalent hat einen Preis, der ist aber nicht öffentlich gehandelt an der Börse. Der ist auch nicht festgesetzt. Der hängt ab von Verträgen, die eben wir als quotenpoolendes Unternehmen mit einem entsprechenden Abnehmer schließen. Also das ist letztendlich eine Prognose oder eine Hoffnung, die der Anbieter hat und aus der sich dann ein Preis errechnet? Genau, unser Geschäftsmodell an der Stelle ist da relativ klar. Wir sagen, wir können aktuell aufgrund der Erfahrung der letzten Monate garantieren, dass wir unseren Nutzern 250 Euro auszahlen. Wir werben deswegen jetzt nicht mit besonders hohen Zahlen, sondern wir sagen, wir haben Verträge mit entsprechenden Abnehmern und daraus sind wir in der Lage, 250 Euro garantiert an unsere Nutzer auszahlen zu können. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben einen großen Unterschied macht, ob man sich für einen Anbieter entscheidet, der eben diesen Preis für nächstes Jahr auch garantieren kann, wo man transparent weiß, alles klar, ich bekomme für mein E-Auto 250 Euro. Oder ob ich zu einem Anbieter gehe, der mit den gerade sehr überhitzt hohen Preisen Werbung macht und dann aber im Kleingedruckten sagt, dass es im Grunde abhängig ist von dem Verkaufspreis irgendwann im nächsten Jahr, der eben deutlich niedriger sein kann und wahrscheinlich sein wird. Wir haben jetzt ja 8 bis 9 Jahre. Die Quote für die Mineralölkonzerne wird höher. Das heißt, ist jetzt zu erwarten, dass die Preise, die man erlösen kann mit diesen Quoten, steigen in den nächsten 8 Jahren, richtig? Das kann man nicht so einfach sagen, das muss man ganz ehrlich sagen. Also am Ende geht es ja darum, dass ich auf der einen Seite quotenverpflichtete Unternehmen habe, die diese Quote einhalten müssen und ich habe einen Instrumentenkasten an Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Ich habe schon Biokraftstoffe, da gibt es ja auch jede Menge verschiedene angesprochen. Ich habe Wasserstoff angesprochen, ich habe Strom angesprochen. Also am Ende ist es Angebot und Nachfrage. Aber er kann variieren und inwiefern wird dieser unterschiedliche Preis weitergegeben? Also diese 250 Euro, sind die jetzt für die nächsten 8 Jahre fix? Nee, also für uns ist es so, dass wir die 250 Euro für 2022 garantieren. Das kann in den Jahren danach hoch oder runter gehen, das müssen wir dann gucken. Da kann heute keiner seriös sagen, wie sich der Markt entwickelt. Da kann man natürlich jetzt sagen, naja, das hilft auf jeden Fall, dass die THG-Quote an sich in Prozenten steigt, dass das gesetzlich festgelegt ist, das ist ja klar. Auf der anderen Seite wissen wir aber ja auch, dass die Zulassungszahlen von Elektroautos zum Beispiel hochgehen. Also auch das Angebot an THG-Erfüllungsoptionen, wenn man so möchte, geht hoch. Und da muss man schauen, wie Angebot und Nachfrage dann eben in den nächsten Jahren auch zusammenkommen. Es gibt ja auch welche, bei denen muss man längerfristige Verträge abschließen, Anbieter. Was machen denn die dann, wenn die Quote schwankt? Genau, das ist ein interessantes Thema. Wir haben bei uns tatsächlich Verträge, die nur die Quote fürs nächste Jahr jeweils binden und haben das auch so ausgestaltet, dass wir da nicht auf Knebelverträge für längere Zeit setzen, was uns tatsächlich aber auch vom Umweltbundesamt so vorgegeben ist, dass wir einmal im Jahr eine Abfrage starten, hey, ist das überhaupt noch dein Elektroauto? Willst du das auch weiter bei uns anmelden? Das heißt, ein Vertrag, der über 3 Jahre geht, den der Nutzer aber nach einem Jahr bei uns nicht mehr erneut bestätigt, bringt uns gar nicht wirklich was. Okay. Und man muss auch nochmal dazu sagen, man weiß es ja, dass Verbraucherverträge zum Beispiel eigentlich 2 Jahre nur laufen sollten. Das heißt, wenn jetzt da eine Plattform um die Ecke kommt, die plötzlich 20 Euro mehr verspricht, wenn man sich für 5 Jahre committet, dann müssen eigentlich schon die Alarmglocken angehen. Allerletzte Frage, welche 3 Dinge unterscheiden eure Plattform oder euer Angebot von anderen oder manchen anderen? Erstens, wir arbeiten bereits mit dem Umweltbundesamt zusammen. Wir haben da eine sinnvolle Möglichkeit gefunden, die Daten gut zu erfassen, weiterzugeben. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir ein sehr schnelles Auszahlungsmodell anbieten können und gleichzeitig diese auch garantieren. Zweiter Punkt ist unser Freunde werben Freunde-Programm, was über unsere Plattform abgewickelt wird, wo jeder mit seinem Referral-Programm sehen kann, wen er geworben hat. Und wo sich der Geworbene im Status befindet, ob der schon ein Auto hochgeladen hat, ob sein Auto verifiziert wurde von uns und dann auch, dass die Auszahlung erfolgt ist. Das heißt, wir betreiben eine Plattform und hier kann jeder sein eigenes Auto, aber auch seine geworbenen Nutzer mit dem Status einsehen. Und als dritter Punkt haben wir auch im Angebot das Ganze für Firmen und Gewerbetreibende. Und hier sind wir dann in der Lage, eine steuerlich korrekte, vernünftige Abrechnung zu machen, eine Gutschrift zu erstellen, zahlen natürlich dann die Umsatzsteuer mit aus und haben so auch die Business-to-Business-Variante im Angebot.
Genau, und ich glaube, man kann am Ende auch nochmal sagen, wir brennen absolut für die Verkehrswende, wir brennen für die Transformation und wir brennen auch für die THG-Quote. Wir finden einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen echt klasse. Aber was uns eben ganz wichtig ist, und nochmal als Message an die E-Mobilisten da draußen mitzugeben, ist, dass es wichtig ist, mitzumachen. Denn wenn ein Elektromobilist seine Rechte sozusagen nicht in die Hand nimmt, dann ist das so, dass am Ende des Jahres die Behörden hingehen und sagen, wie viel Elektroautos sind denn zugelassen laut Kraftfahrtbundesamt, wie viele Elektromobilisten haben ihre Rechte über die THG-Quote in die Hand genommen und für wie viele haben wir Anträge beim Bundesumweltamt bekommen. Und für den Rest, die das nicht gemacht haben, nehmen wir als Staat sozusagen die Emissionseinsparung in die Hand und versteigern sie an die Mineralölindustrie. Und wir machen dann natürlich unser Angebot für Geld für e-auto.de, weil wir glauben, das beste Angebot zu haben. Aber wichtig ist, dass jeder E-Mobilist eigentlich Bescheid weiß darüber und seine Rechte in die Hand nimmt und hier eben auch diese Förderung für die Investitionen, die ja jeder getätigt hat, auch bekommt. Vielen Dank, Wilko. Vielen Dank, Joris. Danke, Tobias. Danke dir. Ihr wisst jetzt also einiges über die THG-Quote und wie ihr damit in den nächsten Jahren mindestens bis 2030 Geld verdienen könnt. Das Verfahren ist einfach. Ihr geht auf eine Seite, ihr registriert euch, ihr ladet den Fahrzeugschein hoch, der nachweist, dass dieses Auto auf euch zugelassen ist. Dann muss das genehmigt werden und frühestens ab nächstes Jahr, Februar, März, werden dann die ersten Prämien an euch ausgeschüttet. Mir geht es, und das habe ich am Anfang gesagt, aber in diesem Video auch darum, dass nicht nur ihr was habt. Klar, ihr bekommt dann jedes Jahr 250 oder mehr, hoffentlich Euro für euer Auto, sondern dass auch andere was davon haben. Geld für e-auto.de hat einen Link erzeugt, der sozusagen ein Referral Code ist für mich. Mit diesem Link, ref/dieser-dat am Ende, könnt ihr euch registrieren bei Geld für e-auto.de und dafür bekomme ich normalerweise 35 Euro. Deswegen seht ihr auch hier oben eine Werbung eingeblendet, denn ja, ich bekomme Geld dafür, nicht für dieses Video, sondern dafür, dass ich den Link nenne und wenn ihr dann euch registrieren lasst, bekomme ich Geld. Und mein Gedanke war, bis zum 26. Dezember, also bis Weihnachten, würde ich von diesen 35 Euro, die ich bekomme, plus Mehrwertsteuer geht gleich wieder ab, 30 Euro gleich weiter spenden. Ich habe vor, dieses Jahr an 6 Spendeneinrichtungen zu spenden, zu denen ich zum großen Teil auch einen persönlichen Bezug habe und die zeige ich euch jetzt ganz kurz hier. Das erste ist Ärzte ohne Grenzen. Vor 2 Jahren habe ich die Zuschauer entscheiden lassen, welches Spendenprojekt ich fördern soll und das war damals eure Nummer 1. Und ich denke, in Zeiten der Pandemie hat sich daran auch nichts geändert, dass Ärzte ohne Grenzen sicherlich ein sinnvolles Spendenziel ist. Das zweite Projekt, das ich unterstützen will, ist die Deutsche Krebshilfe. Ja, ich habe insofern eine Beziehung dazu, dass meine Mutter an Krebs gestorben ist, 2008. Auch die Pandemie bedeutet natürlich für Krebskranke eine besondere Belastung. Und ich denke, dass die Forschung dort auf jeden Fall sinnvoll ist, unterstützt zu werden. Das dritte ist Viva con Aqua. Da geht es darum, dass die ganze Welt sauberes Trinkwasser braucht. Und ich habe mal den Gründer von Viva con Aqua, den Benjamin Atrion, in einem Interview auch besucht in Hamburg. Das habe ich euch auch hier verlinkt. Zwar ein anderer Kanal, aber das war doch eine interessante Geschichte. Jetzt kommen noch 3 Projekte, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Das erste ist Zweites Leben, ein Verein aus Regensburg, der Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen unterstützt, wieder in ihr normales Leben zurückzufinden, möglichst selbstständig zurechtzukommen. Sie haben ein neurologisches Nachsorgezentrum bisher finanziert, ein Wohnhaus, wo solche Leute den Übergang in ein selbstständiges Leben auch üben können. Dazu findet ihr mit der Oma meiner Kinder ein Interview auch in dem Video von 2019. Das fünfte Projekt kam über eine Bekannte zu mir, die afghanische Wurzeln hat. Und die hat mir den afghanischen Frauenverein empfohlen, der seit 1992 sich dafür einsetzt, dass in Afghanistan Frauen und Kinder hinsichtlich ihrer Schulbildung und auch ihrer Ausbildung und auch in ihrer medizinischen Versorgung unterstützt werden. Und da kann man sich vorstellen, dass das gerade im Moment sicherlich auch eine wichtige Sache ist, dass man gerade Frauen und Kindern in Afghanistan ein bisschen unter die Arme greift. Und das kann man über den afghanischen Frauenverein ganz gut tun. Das sechste und letzte Spendenprojekt ist tatsächlich ein Herzensprojekt von mir. Ich finde es ganz erstaunlich, dass viele Berliner auch den Raum der Stille in Berlin nicht kennen. Der Raum der Stille ist was für mich. Das ist mitten im Brandenburger Tor. Da kann man reingehen. Und soweit das möglich ist in den ganzen Trubel, plötzlich ist es wirklich still. Das ist ein überkonfessioneller Raum,
indem man zur Ruhe kommen kann, ja, versuchen in diesem ganzen Trubel und in diesem ganzen Großstadt-Hype, wo jeder denkt, es sei alles wichtig, ein bisschen Besinnung findet und das eben überkonfessionell. Und das fand ich schon immer eine gute Idee und deswegen bin ich vermutlich einer der wenigen Nicht-Berliner Fördermitglieder dieses Vereins. Der Verein hat in diesem Jahr Probleme, denn er finanziert sich zur einen Seite aus Mitgliedsbeiträgen, die sind weiterhin einigermaßen geflossen, aber eben ganz viel aus Spenden von Besuchern dieses Raumes. Und dieser Raum war natürlich wegen Corona in den letzten Monaten sehr, sehr viel und sehr häufig geschlossen. Und deswegen sind diese Spenden ausgeblieben. Aber die haben gerade begonnen, diesen Raum neu zu gestalten, umzugestalten. Das heißt, die haben das Problem, dass die Spenden ausgeblieben sind, obwohl sie gerade versuchen, das Ding neu zu bauen. Und deswegen finde ich, man kann denen ein bisschen unter die Arme greifen. Ich freue mich, wenn ihr euch registriert für die THG-Quote. Macht das gerne über den Link unten. Dann wird bis Weihnachten meine Prämie an diese Spendenprojekte zu gleichen Teilen fließen. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr dieses Video liked, meinen Kanal abonniert und mir gerne unten kommentiert, was ihr von der THG-Quote oder von meinen Spendenprojekten haltet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Euer Dieser Dad.